viel Schaden machen oder auf den, der ihn aggro macht, oder nicht? Und du hast dann schon mal den Boss geholt, oder was? Hä? Du hast dann schon mal den Boss geholt. Ich war das nicht. Das war dieser andere dahinter. Also, ich habe da nur jemanden hinscharten sehen. Ja! Moin Leute, wir sind zurück bei einer neuen Folge von World of Fucking Warcraft zusammen mit dem lieben Paul. Hallo. Hallo. Und wir haben uns in der letzten Folge durch die Minen des Todes geschnetzelt und Paul hat 12 Millionen Mal umgespeckt und hat nie Aggro halten können. Und ich habe herausgefunden, dass ich als Rogue aus dem Stealth agieren sollte. So, kommst du her? Wieso bist du denn immer noch in den Todesminen? Warum sollte ich rausgehen? Damit wir uns weiter in Richtung OG bewegen können. Deadmines. Ich hasse diese Ini. Dann könntest du mir nächstes Mal sagen, wie man die verlässt. Rechtsklick am Bildrand auf die Ini und da linksklick und dann Instanz verlassen. Ich glaube, da vorne sollte man nicht in die Lava laufen, oder? Alter, macht der Mage Schaden. Unser Heiler auch neu? Unser Heiler ist auch neu. Nee, dumm. Lol, die sollten ja so wenig live. Achso, weil der Level 15 ist. So, Freunde. Geht voll schnell, wir haben in der letzten Ini haben wir dann 2 Level gemacht. Also 2,5 sogar fast. Renn ruhig vor. Kannst du ja denken. Ich darf ja vorlaufen, ich bin der Rogue. Der Arcane Mage macht Schaden. Oh, Paul, wie ich mich auf PvP mit dir freue. Sind da wenigstens nicht mehr so viele Gegner und ich brauche nicht mehr Aggro auf mich ziehen, weil die gehen. Ja, dann von selbst entscheiden, also ob sie gehen. Ich glaube, ich fixiere kurz noch meine Tasten auf Feld. Ok, ok. Achso, nicht vergessen, die Viecher auch zu looten, ne? Die droppen die Quest-Items. Okay. Fällt mir gerade auf. Oh. Ich gehe erstmal in Ruhe looten. Paul, ich bin fast unter dir im Schaden. Ja, aber meint, ich bin unter dir. Jetzt nicht mehr. Was ist? Ich war gerade unter dir im Schaden. Echt? Mhm. Weil ich kurz looten war.
glaube noch Blut, ja. Hättest du mir mein Blut mitbringen können? Oh, klar. Mensch, warum sagst du denn nichts? Bro. Da oben lang keine mehr, ne? Nice Equipment! Hey, listen! Ich habe jetzt 3 von 5. Ich habe 2. Da, ja, Schaden. Der Schaden verbrennt aber nur meine Wut, die ich gar nicht brauche. Ich habe 5. Ich probiere jetzt mal was. Setz noch den Fokus auf. Der geht doch immer auf die, die ihm viel Schaden machen, oder auf den, der ihn aggro macht, oder nicht? Und du hast dann schon mal den Boss geholt, oder was? Hä? Du hast dann schon mal den Boss geholt. Ich war das nicht. Das war dieser andere dahinter. Also, ich habe da nur jemanden hinscharten sehen. Das war nicht ich. Paul, ich habe das auf Video. Ich bin aber nicht gecharged. Da hinten ist dieser eine, wie hieß der da? Wildtier oder so. Das Wildtier hat den geholt. Es ist eine Low-Indie, Alter. Das ist egal. Aber was nicht egal ist, ist, dass der Mensch Akku hat. Und ich kann Schaden machen, das ist auch nicht egal. Ich mache also gar keinen Schaden. Freunde, sag mir, was mache ich falsch? Jetzt, dann machst du was falsch. Ja, weil ich keinen Schaden mache. Vier von fünf gerettet, ne? Wir brauchen noch einen, theoretisch. Und kriegen wir den hier nicht mehr, oder wie? Das weiß ich nicht. Doch, da hinten. Boss. Sieht sie mittlerweile vom Schaden aus? Das ist der letzte. Hier links. Ich weiß. Vom Schaden ist, wir sind beide übertrieben kacke. Wobei ich sogar noch kacke bin als du. Mann, ich will endlich meine richtigen Spells haben. Flieg dorthin, wo wir die Sterne finden. Nimm sie mit, lass keine Zweifel.
der Suche nach dem Dragon Ball. Glaub daran, du wirst es wieder schaffen. Spür die Kraft und nimm dir die Macht. Wieso mach ich keinen Schaden? Ich hoffe, dass das mit dem Equip dann besser wird. Oder mit den Spells, die ich dann noch kriege, mehr Regeneration. Oh. Oder hinten geht's ein Frei. Diesmal brauchten wir aber nicht links irgendwie das draufklicken und abgeben, oder? Wie meinst du? Eben in dem Land mussten wir ja links irgendwelche Quests abgeben. Ja doch, gleich. Nach dem Boss. Aber jetzt noch nicht. Nee. Jetzt noch nicht. Glaub daran, du wirst es wieder schaffen. Nimm die Hand und spür deine Machten. Ich brauch Cooldowns, Alter. Was eigentlich mit Nico los? War der zwischendurch schon mal wieder hier? Nice. Freunde, Level 25. Auf 26 kriege ich da kriege ich Schatten. Was? Eure automatischen Angriffe haben meine Schatten. Was? Geil! Oh nice, das brauche ich. Ab Level 28 wird gerockt. Hast du angenommen? Nee, noch nicht. Wo muss ich jetzt drauf drücken, um den Dungeon zu verlassen? Nirgends. Wir gehen direkt in die nächste. Oh, Dead Mines, Freunde. Nice. Geil. Waren wir noch nie. Wie viele verschiedene gibt es? Jetzt aktuell für uns. Oh, jetzt haben wir hier gar 2, 4, 6, 7. Können wir hier keine Quests mehr nehmen, ne? Nee. Ab Level 28 wird voll gerockt, denn dann krieg ich für jeden Angriff Energie und einen Kombo-Punkt, den krieg ich noch dazu und dann mach ich... Scheiße, hab den Flow verloren. Was für eine Rassenfähigkeit hab ich eigentlich als Aktive? Ich hab keine aktive Fähigkeit. Paul hat keinen Penis. Und das sieht besonders neidisch auf meinen. Dann auch ein.
Junge, ja, ich hasse ja Bio, ne? Weiß man ja mittlerweile. Und, naja, wir haben uns in Bio ja irgendwie beschäftigen müssen, wenn wir schon nicht im Unterricht mitmachen, weil wir eh keine Ahnung davon haben und wenn es eh scheiße langweilig ist. Was macht man in so einem Fall? Man guckt exakt nach, wie groß denn ein Walpenis ist. Ja. Und wie viel Sperma er denn produziert. Dabei haben wir herausgefunden, dass ein Walpenis 2,5 Meter lang ist, mindestens, und 3 Tonnen wiegt. Ich sterbe gerade. Hab leider kein Blind ready. Und zusätzlich produziert er 100 Kilo Sperma bei einer Ejakulation. 100 Kilogramm Sperma, Alter, bei einer Ejakulation. Ah, jetzt ich stell mal kurz den Game Sound runter, während des Kampfes. Ich glaube, jetzt habe ich gar keine mehr. Egal. Ja, doch. Ich will wegfliegen, weg von den Kriegskrisen. Keine Perspektiven, will den Stress entfliehen. Mich dem Schmerz entziehen und dem Glück nachjagen. Ich will nicht viel, nur ein kleines Stück abhaben. Ein kleines Stückchen heile Welt, das nicht wieder zerbricht. Ein kleines Pünktchen Hoffnung in mir, das nicht wieder erlischt. Ach, Paul! Dass sich alles mal zum Guten wendet. Und dieses Herz eines Tages. Wollen wir da gleich mal Duell machen? Nein. Warum nicht? Weil ein paar Level über mir sind. Ja und? Ja. Keine und. Punkt. Dann machen wir von außerdem, weil du diese Spiele besser kannst. Eigentlich müsstest du tatsächlich gegen mich gewinnen, glaube ich. Warum? Weil du ein Krieger bist. Ja und? Ich habe damals mich immer übertrieben gefreut, wenn ich in der Arena als Krieger gegen Rock gekommen bin. Freunde, gibt das denn eigentlich EP? Ja, 6000. Das reicht niemals für ein Level ab. Nee, EP, also ein BG, EP gibt 6000. Ist leider ein bisschen dumm. Reicht niemals für ein Level. Könnten die bitte aufwenden? Den anzugreifen, den ich nicht angreife? Lauf mal vor. Komm, ich zeig dir mal was. Komm. Hast du gesehen? Jo. Was hast du denn gemacht? Geshadowstepped. Was bedeutet? Guck mal hier. Jetzt bin ich hier. Und jetzt? Ach so. Flieg, Schuriken, flieg. Heiler, 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 bitte. Dann lauf doch ein bisschen, lauf doch, run off. Ich hab leider noch keine richtigen CCs.
Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Folge, an dieser Stelle mal ein kleines kurzen Folgenpäuschen. Aus dem Grund, weil ihr wisst ja jetzt eh schon, was hier jetzt noch in dieser Instanz kommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer nächsten Folge, wenn wir dann in einer anderen Instanz sind. Paulette und ich sind damit raus. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Abend. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Peace out. Tschüss. Und ciao.